kon ik wel op mijn geliefde spraak. Ja, dat is wel vreemd, maar gewoon is die leeg dat ze spelen in Brees. Ik ga ze gaan zien, want op een versteed ze gaan ze graag Yiddish. En ik speel ook Yiddish. Ik heb lief de spraak. De spraak had zeer een zacht en een schoen. Had een bijzondere geen en gocht in zich. En dus je weet dat ik zoek een beetje op Yiddish. Is veel als ze dan geht, wie man sagt, ich suche nicht auf Hebräisch euch, aber auf Yiddisch hat es aber Sinn und kein. Einmal als Ort, wie man sagt, nicht du willst zu machen. Aber ich meine, dass die Sprache hat aber Sinn und Keuch. Nicht du willst zu sagen. Es ist eine Sprache, wo sie lässt sich nicht endigen. Ich sehe, dass ich suche etwas auf Yiddisch, eine Sache mal. Und ich bin nicht sehr eine Sache, auch viel mit dem Ingwer. Ich suche sie damit. Aber das... Die Sprache hat das auch mein Kind in sich. Also viele sie verstehen nicht, wo sie ich suche. Eben sonst ein Schmeicheln. Mama, Mama. So, ich erst noch, wo sie sie gesucht. So, hier hat eine Sprache, wo sie nicht gekannt. Ich tue es nicht so. Aber es ist eine interessante Sprache. Aber Yiddisch hat etwas in sich. Es hat auch kein. Sie. Was da ist, als etwas hat die Sprache, was jedes Mal hat, macht, hebt es auf das Käppel. Wie lange sie hebt auf dem Kopf? In ich, wie lange ich bin, ich kenne. Warum soll ich es nicht tun? Ja, man kann mal nicht verlassen, die Sprache. Kann mal nicht verlassen. Erstens, wenn ich schicke noch die jüdische Schreiber, was haben wir übergelassen, dass solche Äußere ist. Wir haben gehen Menschen auf Kursen, Herren Jüdisch, und bleiben Kische. Oi, was für ein Schreiber, oi, was für eine Erzählung, oi, was für ein... Mit einem puren Jahr pushet, jetzt ist gewonnen ein Revival. Ich weiß nicht, der Revival wird der Sache helfen, aber zu nehmen, als Samen, wenn man so groß geht von einer Sprache, von einer Literatur, nicht zu geben mir dem gehörigen Respekt, bei mir ist es ein Nabel.